morgen scheint es noch unsicher, ob überhaupt gesegelt werden kann. Mit einer Stunde Verspätung geht es dank aufkommender Thermik doch noch aufs Wasser. In der Klasse Nagra 17 zeigt ein Team eine herausragende Leistung und glaubt, den Schlüssel gefunden zu haben. To maintain the boat fast, making really good maneuvers, also be really focused on the downwind to make the boat fly. Looks like you have to play the right lane for sure, but you know, don't see me as smart or not. It's day by day and race by race. Anything could happen here. Deutlich schlechter ging es an diesem Tag Thomas Zajac und Barbara Matt. Auch am zweiten Renntag der Europameisterschaft scheinen sie einfach nicht in ihre gewohnte Form zu finden. Für die Überraschung des Tages sorgt ein Team, das erst kurzfristig entschlossen hat, in der Konstellation an den Start zu gehen. Wir haben uns vorgenommen, erstens Spaß zu haben und nachdem wir sehr lange nicht mehr zusammen gesegelt sind und dass wir uns frei halten, unsere eigene Lane finden und keine unnötigen Fehler machen. Die Sonne scheint wieder, es ist wieder wärmer und ja, cooler Wind. Ja, leichter Wind, aber Gott sei Dank auch relativ stabil, dass es doch eine halbwegs faire Wettfahrt wurde. Also wir sind sehr froh darüber. Ja, es ist immer cool, ein zweites österreichisches Team am Kurs zu haben. Zwar noch nicht 100% genesen, aber wieder am Wasser vereint sind Benjamin Bildstein und David Hussel. Ich meine, es waren eigentlich Idealbedingungen fürs Comeback. Wir sind raus, wir haben drei sehr schnelle Wettfahrten gehabt, sind wieder zurück rein. Es war jetzt nicht sehr starker Wind, war auch nicht so drehend und nicht so crazy wie am ersten Tag, wo man einfach ganz viel Manöver am Boot machen muss. So gesehen war das jetzt eigentlich optimal, war nicht so anstrengend. Ja, also es war bei uns am Kurs so, dass wir auf die linke Seite zum Land hin haben müssen, damit man ein bisschen früher in den guten Druck kommt. Und deshalb war es sehr wichtig, einen Binnenstart zu schaffen. Wir haben da nicht die ausreichende Entschlossenheit gezeigt, das dort durchzusetzen. Es war sehr, sehr eng und sehr hart umkämpft und dadurch auch das Risiko recht hoch. Aber ich fühle mich gut und bin auch sehr, sehr guter Dinge, dass das die nächsten Tage noch besser wird. Es war jetzt ein solider Tag, kein guter, aber ich habe morgen geht dann die Golfflotte los und dann wird hoffentlich härter gekämpft. Du willst wissen, wie es weitergeht? Dann abonniere Candidate Sailing und verpasst keine Episode. Bis bald!